So. Wir haben die Trolle gemacht beim letzten Mal. Unser verschwundenes Kind, da müssen wir uns beweisen. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Verdiente Belohnung, die mich anzukommen, einen alten Baum in Ruinen inmitten der Wälder. Sonst hat sie niemand eingeladen. Wie es scheint, will die Nymphe ihre Belohnung nur dem Baron zukommen lassen. Okay. Wir haben noch 144 Tage. Sagt unser Inventar. Auf dem Bücher ist. Die habe ich jetzt immer noch nicht gelesen. Ich stapel die mal. Die Bücher, die nicht questrelevant sind. Das heißt, ich bin schon interessiert an den Hintergrundgeschichten und so. Aber. Bei der Sumpfhexe will ich mal vorbei. Dieser eine ist der Bücher verkaufen. Also wir haben eine Menge zu tun wieder. Teilweise haben wir die auch schon. Die will ich behalten. Das haben wir alles schon gehabt. Das waren die Kommandantensachen. Bartholomäus Tagebuch kennen wir auch. Hier noch ein Brief von Megan Van, den haben wir auch. Das ist richtig leicht. 230 nur. Ich weiß gar nicht, ob die Nummervollen hier überhaupt funktionieren. Ich sag trotzdem überladen, sag nur 230 Pfund. Aber wir haben Seile mit. Haufen Schlüssel, die lassen wir einfach mal. Ich hoffe, die wiegen nichts. Haufen Tränke, ein Haufen Symbole, die können wir mal loswerden. Über unserem Geschichtenerzähler. We do it my way. Zwei. Bringe euch Relikte, sind sie eine Geschichte würdig? Darf ich mal sehen. Symbol der Thorak. Symbol der Geschenk der Triade. Oh, das ist eine wirklich beeindruckend. Diese Gegenstände gehören vor langer Zeit einem Zwergenschmied und wollen uns ihre Geschichte erzählen. Ich höre die dröhnenden Schläge eines Hammers, die knisternden Funken und lodernden Flammen der Esse, der Amboss singt. Die Luft ist so frisch, es ist, als wäre ich wieder zu Hause. In den Wäldern meiner Heimat. Ich spüre eine sanfte Brise in meinem Haar. Einige Gegenstände fehlen noch. Ach Gott. Okay, wir haben den Amboss zusammen. Ich würde gerne den ganzen Satz von Gegenständen gegen ihre Geschichte eintauschen. Könnt ihr hören, wie sie uns ruft? Beeilen wir uns. Erzählt mir die Geschichte von des singenden Amboss. Ich sehe die Flammen einer Esse. Sie ist so nah, dass ich sie berühren kann. Die Hitze versenkt mein Gesicht und die Funken beißen an meinen Wangen. Aber meine Seele ist ohne Furcht. Ich spüre nur Bewunderung für das Werk eines Künstlers. Der Geschichtenerzähler scheint in eine Art Trance verfallen zu sein. In seinen blinden Augen lodert das Feuer einer längst verloschenen Esse. Also das sind all die Sachen, die wir eingetauscht haben. Die Schürze, die Zange und so weiter. 10.000 Gold gekriegt. Ich bin Kolgan, ein Schüler des großen Zarif, des ersten Schmieds der Bronzeschildfestung und fasziniert von der Arbeit
eines wahren Meisters. Der Hammer des Schmiedes gleitet durch die Luft. Die Schmiedebalge dröhnen, Funken stieben und der Raum ist von einem rhythmischen Hämmern erfüllt. Der Amboss, der die sengende Esse genannt wird, antwortet mit einer zufriedenen, donnernden Stimme. Ja. Diese Musik, dieses Lied überwältigt mich. Ich spüre eine Freudensträne an meiner Wange und wische sie hastig weg. Das ist meine Schwäche beweist. Da ist sie meine Schwäche beweist. Die Zange in meinen Händen ist voller Ruß. Ich helfe dem Meister, so gut ich es vermag. Aber meinen eigenen Hammer darf ich nicht über den Amboss erheben. Meister Zarif wacht eifersüchtig über seinen Amboss und lässt niemanden in seine Nähe. Normalerweise stört mich das, jetzt aber nicht. Heute folgt mein Herz allein dem Takt eines feurigen Liedes. Warum ist dieser Amboss so besonders? Ist er verzaubert? Der Amboss war in der alten Zeit von Ortleif Langebuck selbst geschaffen worden, als die Zwerge an der Straße der Schilde voller Hoffnung Festungen errichteten. Ortleif schenkte diesem Amboss ihre Stimme und nannte ihn Sengende Esse. Seitdem singt der Amboss Hymnen zu Ehren der Handwerkskunst seiner berühmten Schöpferin. Warum lässt euch Meister Zarif nicht am Amboss arbeiten? Er sagte, ich wäre nicht würdig, dass ich kein Talent hätte, kein Funken Kreativität in meiner Seele. Der Geschichtenerzähler schürzt verächtlich die Lippen. Er sagt, ich könnte nur die Arbeit von anderen kopieren. Was stellt ihr her? Ich sehe nichts, ich weiß nichts und es ist mir egal. Der Geschichtenerzähler zuckt mit den Schultern und runzelt die Stirn. Das ist das Werk meines Meisters, nicht das meine. Das macht mir nichts aus. Bitte fahrt fort. Ich höre nur Stille. Die Bronzeschildfestung schläft tief und fest. Nur die leuchtenden Signalfeuer sind noch wach. Niemand ahnt, welcher Frevel im Herz der Festung gleich begangen wird. Der Geschichtenerzähler schluckt, als hätte er eine zugeschnürte Kehle. Ich stoße die Tür der Schmiede auf. Ich befürchte, das empörte Quietschen der Tür wird alle wecken. Doch gleich herrscht wieder völlige Stille. Ich trete in die Schmiede. Ich entfache das Feuer und lege meine rußverschmierte Schürze an. Wie lange habe ich von diesem Amboss geträumt? Immer hat er mich gerufen. Seine betörende Stimme fasziniert mich. Sie ist so voller Versprechen. Heute Nacht werde ich selbst an diesem Amboss arbeiten. Heute Nacht werde ich ein Schöpfer. Und wenn Meister Zarif mein Werk sieht, muss er mich als ebenbürtig anerkennen. Das Feuer lodert bis an die Decke, als ich meinen Hammer zum ersten Schlag erhebe. Irgendetwas stimmt nicht. Wann habe ich einen Fehler gemacht? Der Geschichtenerzähler verzieht das Gesicht. Der Amboss, er singt nicht. Er stöhnt unter meinem Hammer. Anstelle von süßer Musik flehen mich Schmerzensschreie an, aufzuhören. Ich beiße die Zähne zusammen und schlage wieder auf den Amboss. Und wieder, und wieder. Es wird funktionieren. Es wird für mich singen. Und wenn ich ihn dafür foltern muss. Das Stöhnen des Amboss ist nur noch ein monotones Brummen. Aber ich kann jetzt nicht aufhören. In diesem Moment fliegt die Tür der Schmiede auf und Meister Zarif steht vor mir. Vom Schlaf zerzaust und wütend. Er beschimpft mich, aber ich höre seine Verwünschungen nicht. Das Metall meiner Arbeit stirbt unter meinem Hammer. Aber ich sehe es nicht. Meine Augen sind blind vor Tränen. Der Geschichtenerzähler schüttelt mit einem traurigen Lächeln den Kopf, um die Vision zu vertreiben. So, das war's. Was ist danach mit dem Amboss geschehen? Er hat seine Stimme verloren. Die Bronzeschildfestung hat ihn nie wieder singen gehört. Der Geschichtenerzähler seufzt. Er hat immer noch funktioniert und die auf ihm geschmiedeten Waffen waren robust, mehr aber nicht. Keinem Meister ist es seither gelungen, ein Meisterwerk auf ihm zu schmieden. So schwand nach und nach die Magie aus den Waffen der Zwerge und die Abwehr der örtlichen Gefahren wurde immer schwieriger. Ich denke, Kolgans Frevel war ein wichtiger Grund, warum die Zwerge die Festung schließlich aufgeben mussten. Aber was ist aus euch geworden, aus Kolgan? Er ging weg.
Er hängte seine Schürze an den Nagel, warf Hammer und Zange weg und verließ die Bronzeschildfestung. Tief in seinem Herzen wusste Kolgan, dass Meister Zariff die ganze Zeit recht gehabt hatte. Kolgans Hammer würde niemals ein Meisterstück hervorbringen. Harte Arbeit ist ein schwacher Ersatz für Talent und Kreativität. Kolgan wandte sich daraufhin Droska zu. Der Gott der Dunkelzwerge akzeptierte seinen neuen Gefolgsmann. Die Drüger oder Dürger nahmen Kolgan bei sich auf und versorgten ihn unaufhörlich mit ermüdender Arbeit. Eine Arbeit, die kein Talent, sondern Routine erforderte. Er schmiedete Waffen für die Armee der Dürger und niemand erwartete Meisterstücke von ihm. Bald hatte er die Sengen der Esse, Meister Zariff und den Frevel, den er begangen hatte, vergessen. Und mir scheint, dort in den dunklen Gängen in Droskas Diensten war Kolgan endlich zufrieden und glücklich. Danke für die Geschichte. Okay. Ich überlasse euch dann mal. Antwortet nicht und starrt mit einem Blicken ins Leere. Okay. Aber das war interessant. Wieder 7 Pfund weg. Ich weiß nicht, was mit den ganzen Helmen hier ist. Zwei Splitter, eine Sphäre. Und wenn das die andere Option nicht? Ich habe Splitter eines Artefakts gefunden. Könnt ihr den Amboss für mich wiederherstellen? Darf ich? Dieses verbrannte Stück Metall ist Teil eines wundersamen Artefakts, das als Kette der Doppelkreuze bekannt ist. Ich spüre eine Geschichte voller Taten darin. Keine Heldentaten, sondern Taten voller Niedertracht. Wenn ihr alle Teile findet, kann ich das Artefakt wiederherstellen und euch eine unrühmliche Geschichte erzählen. Oh, ihr habt Splitter des Helms des Wegbereiters gefunden. Würde er neu geschmiedet, würde euch dieser Helm gute Dienste leisten. Außerdem würde ich euch seine Geschichte erzählen. Dafür würde ich mit Freuden noch einmal meinen Schmiedehammer benutzen. Findet ihr übrigens Splitter und bringt sie zu mir. Teil einer Armschiene des Waldritters. Ja, nee, wir haben nichts. Schau. Nee. Onwards! Nicht genug. Wir haben nichts, wir können nichts. Also wir müssen unten links auf der Karte was machen. Eine Menge Sachen, die noch offen sind. Meine Begleiter. Hey, aber wenn ich jetzt sagen würde, dass Ekun auch immer bei uns ist. I won't be halted. Was ist das? So. Und da wir Tristian sowieso nicht loswerden können, können wir auch mal mit ihm reden. How may I serve you, your grace? Gucken, was er hat. Oh, Zeug. Haben wir da noch genug Zaubers? Ja, wir haben alle 99 geholt, ne? Schon zwar Feuer. Ja, die braucht kein Mensch. Erzähl mir von dir. Hatten wir das nicht schon? Über mich? Bla bla bla. Die Reisen sparen. Ich will eigentlich gesagt. Der sagt halt, ja, ich habe zu Hause nicht gefunden, worum es mir sucht und so. Weißt du, wohin du als nächstes gehst? Ja, im Gegenteil. Ich fühle mich unwohl bei deiner Anwesenheit.
Kannst du mir Sarenri sagen? Wie ist Sarenri entstanden? Erzähl mir. Von der Höhle. Kriege geführt, das reicht. Alle kriegen Gnade. Was mich angeht, ich glaube, dass jede Seele das Potenzial für das Gute in sich trägt, egal welches Verbrechen. Die Schuldigen können Vergebung finden, wenn sie Reue zeigen und dem Bösen entsagen, dass sie zu ihrer Tat geleitet. Daran glaube ich von ganzem Herzen, sage. Eine abstrakte Theorie, die wenig mit dem Leben zu tun hat. Was sind deine Pflichten als Anhänger? Ja, dann mal Gutes tun. Wie wird sie angebeten? Oh Gott, wie viel ist denn da über diese Sarenri? Ne, will ich nicht wissen. Je mehr ich höre, desto mehr habe ich das Gefühl, deine Sarenri ist kein firmer Pfifferling wert. Wirklich? Die Göttin verlangt weder von euch noch von sonst jemandem etwas. Sie will nur helfen. Warum tut ihr so leicht, sie so leicht für dich ab? Mitgefühl, Gnade, dieses Gejammere im Namen des Guten macht mich krank. Christians Stimme fällt ab, wird fast monoton. Wir sind alle verschieden. Verbündete müssen nicht denselben Glauben teilen. Er nickt und wendet sich dann ab. Hatten wir das nicht schon? Oh, shit. Von welchen Flüchen Triss sprichst du? Christian neigt verwundert den Kopf zur Seite. Begreift ihr denn nicht? Jedes Wort, das während eines hitzigen Streits gesprochen wird, verwandelt sich hier in eine Prophezeiung und wartet nur darauf, sich selbst zu erfüllen. Und wären es nur die Bewohner, das Land selbst ist voller Flüche, die so alt sind, dass ihre Herkunft nicht mehr nachzuvollziehen ist. Der verlassene Tempel von Erastel zum Beispiel, an dem wir uns begegnet sind. Was ist mit ihm geschehen? Welche Macht hat die Priester dazu getrieben, einen so erhabenen Tempel den Launen der Natur zu überlassen? Werden wir es je erfahren? Ich wurde selbst fast von Ungeheuern getötet. Glücklicherweise seid ihr Jod gefolgt und habt mich gerettet. Ich stehe tief in eurer Schuld. Du hast einen weiten Weg hinter dir, lacht herzlich, bla bla bla. Warum hat Jod dich in seiner Prophezeiung gesehen? Sarenri betrachtete alle guten Götter und Göttinnen als ihre Verbündeten. Viele von ihnen haben an der Seite der Göttin gegen Hovaguk, gekämpft, auch Erastel. Indem ich zu Sarenri bete, berichte ich ihr von meinem Unglück im Tempel des Elchs. Die gnädige Göttin hat mein Flehen nicht ignoriert. Aber wen hätte ich um Hilfe bitten können, außer Erastel, dessen Glaube in diesem Land stark ist. Erastel hatte Jod als ein Zeichen geschickt, denn ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um mich zu retten, Christian seufzt. Ehrlich gesagt war ich sicher, meine Reise wäre beendet und diese Kreaturen würden mich töten. Du hast hier viel Zeit verbracht. Was glaubst du, was die Zukunft für dieses Land bereithält? Das hier ist ein grausames Land. Als ich herkam, wurde ich Zeuge von viel Schmerz und Leid. Doch ich habe auch viel Gutes gesehen, unter jenen, die sich selbst und ihre Familien zu beschützen suchen. Die Bewohner der Hauptlande sind entschlossen und bleiben sich selbst treu. Ich bewundere ihre Stärke. Ich weiß allerdings noch nicht, was den Flüchen, die in diesem Land an Stärke gewinnen, Kraft verleiht.
Ich schwöre aber, ich werde nicht gehen, ehe wir die Antwort gefunden haben und einen Weg, sie zu brechen. Verzeiht, dass ich nicht auf Sarenres Namen schwöre, aber ich habe die Göttin in letzter Zeit ohnehin schon zu oft belästigt. Es wäre besser, ihr durch Taten zu dienen, nicht durch Gebete. Naja, wechseln wir das Thema. Ist sie als auserwählter Sarenre genannt? Was meinst du damit? Tut mir leid, das war nur ein Scherz. Andere Akolyten in meinem Tempel haben mich immer mit diesem Titel geneckt. Das dürfte euch zeigen, wie gläubig und fromm ich im Gegensatz zu ihnen war. Und doch ist mein Glaube stark. Sarenre weiß das und beschützt mich in Zeiten großer Gefahr. Wenn jemals etwas mein Leben bedroht, werde ich durch ihre göttliche Macht an einen sicheren Ort gebracht. Naja, sollte gehen. Okay, der hatte dann doch nichts anderes an. Nur eben, dass er sich um die Flüche kümmert, ne? We do it. Hey, Garabag! Kram sollen wir eigentlich genug haben, Proviant und so. Jetzt können wir mal ein bisschen lostigern. Das ist erst der 6. Anfang des Monats. Mal den Standard. Warte mal, haben wir schon die Valerie-Geschichte? Ja. Sollen wir Valerie mitnehmen? Ja, die haben wir noch nicht ausgerüstet. So, weil er mal speichert, deswegen hängt das. Sonst haben wir mit dem Level Up. Dann müssen die Gute sowieso ausrüsten, ne? Mal gucken, was kann ich hier denn tun? Flammschutz, haben schon mal ein Schwert. Ein Schild. Ich glaube, die hat ein Bastardschwert, oder? Ja, Ritterrüstung plus 2. Zwar auf Konstitution, statt im Kampfrausch erschöpft zu sein, nimmt der Träger einen Schaden pro Runde. Die Anzahl der Runden, die er, die der doppelten im Kampfrausch verbrachten Rollen entsprechen. Na, das sollte ja eigentlich rein. So, mal gucken. Brustplatte, Ritterrüstung. Zack. Schwert. Schild natürlich. Die hat ein Bastardschwert, ne? Na, da gibt es eine Riesenstärke. Und einen Schatten. Oh, aber das bringt einen Ring. So. Sieht man sie noch? Ne. Und dann haben wir anderen Krams. So. Müssen wir so hoch, ne?
spotten, glaube ich. Da hatten wir mit dem schon geredet. Und wen schmeißen wir raus für Valerie? Sabiri bleibt, er bleibt. Sie bleibt. Sie muss die Geschichte erzählen. Naja, müssen wir es so machen. Und dann jetzt mal hoch nach Olex Außenposten oder Handelsposten. Wir müssen eben auch in diesen Dörfern vorbei, die wir bauen. Haben wir hier oben irgendwo ein Dorf gebaut? Da. Darkhofen. Nun geht's schon los. You cannot stand against me. Aboran is sentenced. Bis die Valerie mal zuschlägt, ist schon alles vorbei. Mein Zauber. We do it my way. Und weiter. Jo. Wie benutzt sie das Schwert? Ja, weiter. Anhalten, was ist hier los? Brief aus Brevoy erfolgt. Das Dokument wurde gelesen und ans Archiv gesandt. Nachbarland Einladung geschickt. Ja, Erfolg. Okay. Andere noch nicht so richtig. Die ist busy. Der ist busy. Dann dauert die noch. Ein Tag. Ein Tag. Also nur noch ein Tag die Projekte. Also wie gesagt, meine Projekte dauern sind viermal weniger als normal. Deswegen sollte ich dem eigentlich mal Herr werden und die ganzen Projekte abklappern können irgendwann. Also alles Ereignisse und Projekte dauern viermal weniger, außer die, wo ich selber teilnehme. Das sind immer noch volle 14 Tage. Der hatte, glaube ich, nichts. Für Vorräte haben wir denn? Achte. Mal einmal verdoppeln. I won't be halted. Das ist dieses Mini-Haus. Wir wollen nicht rein. Haben wir hier nicht die komische getroffen, die Geschichtenerzählerin? Warum ist das hier wieder nicht erkannt? We do it my way. Kann man eigentlich bauen, wenn er nicht im Thronsaal ist?
Müsste doch eigentlich möglich sein. So, wo war das? Aber da war eine spezielle Schmiede, die ich für jemanden bauen sollte. Na, anscheinend nicht hier. Oder war das in dem vorherigen Durchgang? Oh, ich hoffe, wir sind bald wieder, wo wir waren. Ich hab mir sonst so komisch. Solche Milan steht da hinten, ja. Gut. Also hier war sonst keiner mehr. Lass uns mal weiterreisen. Resting would be nice, don't you think? Jetzt nicht mehr. Doch, wir müssen rasten. Oder ein. Wir wollen hier Lagertarnung machen dann. Null Tarnung. Die macht auch Null Tarnung. Die macht minus 2 Tarnung. Minus 5. Minus 3 Tarnung. 4 Tarnung. Okay, komm. Gehst du jagen. So. Kann man eigentlich kochen? Ja. Okay. Oh, jetzt habe ich nicht auf die Kingdom gedrückt. Muss man gleich dran denken, wenn wir wieder rausgehen. Okay. I won't be halted. Ach hier. Federo Küsschen. Aber aufdrehen. Oh, ist das das Buch, das ich euch suchen sollte? Ja, das ist es. Mal sehen. Ist ziemlich zerlesen, was? Hat schon bessere Tage gesehen, aber das macht nichts. Danke. Du hast. Der hat nichts mehr. Leichte Wunden heilen, das ist auch nichts. Wir hätten noch hier im Haus rasten können. So, Federo-Küsschen. Federo sinnet, ein Mann mittleren Alters in einer polierten, glänzenden Rüstung wendet sich dir zu. Sein Bart und sein Haar sind makellos gepflegt und sein Gesicht ist eine Maske reservierter Höflichkeit. Er beobachtet dich aufmerksam mit stechenden grauen Augen. Baron Zage, welche Ehre, euch persönlich zu begegnen. Ich bin Federo Sinnet, ein Paladin der prächtigen Shelin vom Orden der Ewigen Rose. Federo richtet seinen Blick auf Valerie. Da seid ihr ja, Valerie. Wie viele Jahre ist es her, dass wir einander gesehen haben? Ich bin so froh, dass die Jahre nicht die göttliche Freude von eurem strahlenden Gesicht getilgt haben. Sie sieht immer noch gut aus.
Valerie nickt sinnend kalt zu. Seid gegrüßt. Es freut mich, euch bei guter Gesundheit zu sehen, Fediro. Ich denke, ihr solltet Valerie... Also, Fediro, warum seid ihr hier? Der Paladin blickt dich direkt an. Wie ich in meinem Brief an euch bereits erwähnte, ist es mein Ziel, Valerie zurück in Shirins Obhut zu holen. Vor vielen Jahren wurde ein schrecklicher Fehler begangen. Sie, deren Schicksal schon von ihrer Geburt prophezeit worden war, widersetzte sich ihrer Bestimmung. Ich will an Valeries Verstand appellieren und sie an ihre Pflicht erinnern. Ihr redet, als würde ich nicht verstehen, wo meine Pflicht liegt. Ihr habt mir reichlich Grund zum Zweifeln gegeben. Ihr gehört zum dem Orden der ewigen Rosa an, nicht wahr? Ganz genau. Einst bewachte ich Werke in Chilins Segen, die Chilins Segen zeigen. Werke der Kunst, der Schönheit und der Liebe. Doch das ist ein Pfad für junge Paladine und Priester, die noch voller Energie sind. Ich bin inzwischen Mentor im Orden. Viele Diener von Chilin, die nun ihre Schöpfungen bewachen, wurden von mir unterrichtet und Valerie hätte sie gewiss alle übertroffen, wenn sie uns nicht verlassen hätte. Ihr kanntet Valerie als Kind? Erzählt mir von ihr. Fediro lächelt nachdenklich. Verfüge ich über die Worte, um die Auserwählte von Chilin zu beschreiben? Oh mein Gott. Ach, seht mich nicht so an. Ich bin nicht der Einzige, der daran glaubt. Dieses Mädchen ist eine ganz besondere Rolle in unseren Reihen der Anhänger der ewigen Rose zugedacht. Euch ist Valeries größte Tugend gewiss nicht entgangen, ihre bedingungslose Treue gegenüber der Sache oder Person, der sie dient. Ihr Vater hat das Richtige getan, als er seine Tochter in Chilins Umarmung schickte, und dass Valerie den Orden verlassen hat, war nur ein bedauerlicher Fehler der Jugend. Gewiss bereut sie ihre verzweifelte Entscheidung, die sie nur aufgrund verletzter Gefühle vorschnell traf. Nur Schande und Stolz haben sie bisher davon abgehalten, sich das einzugestehen. Ihr wahrer Platz ist im strahlenden Glanz der glorreichen Chilin. Oh Mann. Es war kein Fehler, dass ich den Orden verlassen habe. Es war ein Fehler eines anderen korrigiert. Okay, es hat den Fehler eines anderen korrigiert, durch den ich einige Jahre meines Lebens vergeudet habe. Wohin wollt ihr gehen? Wenn Valerie sich meinem Gefolge anschließt, reisen wir nach Westen, an die Grenze von Pitax. Dort wird ein neuer Tempel zu Ehren meiner göttlichen Schutzherrin errichtet. Ein architektonisches Wunderwerk, das würdig ist, den Geist der ewigen Rose zu beherbergen. Einer der neueren Orden von Chilin wird den Tempel nutzen, der Orden der Prismen. Ihr Eifer im Dienst der Göttin wird Valerie guttun. Sie muss viele Gewohnheiten wieder ablegen, wenn sie Chilins Gunst und den Respekt ihrer Glaubensbrüder zurückgewinnen will. Du kannst Valeries Stimme kaum noch hören. Ich bin es leid von Leuten, die ich verabscheue, Befehle zu erhalten. Könnten die ja mal richtig reinhauen. Genug tot den Schoßhunden von Chilin. Ich denke, ihr solltet Valerie in Ruhe lassen. Geht nicht, euer Gnaden. Meine Absichten sind allen bekannt. Valerie, ich bin gekommen, um euch zurück in unseren Glauben zu holen. Unseren? Jetzt bildet ihr euch nicht nur ein, dass ich Chilin dienen will, sondern auch noch, dass ich an sie glaube? Fediro schüttelt den Kopf. Ich erkenne euch nicht wieder, Valerie. In welchem Ton sprecht ihr mich an? Ich entsinne mich noch, welche Höflichkeit und welchen Respekt ihr den Älteren einst entgegenbrachtet. Ihr wart ein Vorbild für die anderen Novizen. Valerie hebt leicht das Kinn, leicht ihr Kinn. Ich erwidere lediglich eure Höflichkeit, Fediro. Wenn ihr mir so leichtfertig Gedanken und Bestrebungen zuschreibt, die ich nicht habe, kann ich ebenso freimütig über euch euer Verhalten urteilen. Valerie geht hier auf. Hütet eure Zunge, Fediro. Ihr befindet euch in meinem Land. Ihr werdet meine Untertanen respektieren.
Fredero mustert dich respektvoll und nickt. Ich hatte nicht vor, unhöflich zu sein. Verzeiht meine Manieren. Es fällt mir schwer, Valerie nicht als Novizin anzusprechen, denn das war sie, als ich sie das letzte Mal sah. Was meine Rückkehr in die Kirche angeht, auf die ihr so vehement besteht, Valerie zieht das Kinn hoch. Bitte, Fredero, erspart mir eure wortreichen Reden. Als ich durch die Tore des Konvents nach draußen trat, habe ich eine endgültige Entscheidung getroffen. Ich werde niemals in den Orden der Ewigen Rose zurückkehren. Ich werde nie wieder in Chillins Dienst zurückkehren, egal welchen Unsinn ihr mit eurem Brief ausgelöst habt. Er endet hier und jetzt, ein für alle Mal. Fredero studiert lange Valeries Gesicht. Seine Augen werden stahlgrau. Ich traue meinen Orden nicht. Ich habe Reue erwartet, Valerie. Reue für eine törichte, für eure törichten Entscheidungen. Reue für das Leid, das ihr eurer Familie und allen, die sich auf euch verlassen haben, zugefügt habt. Stattdessen sehe ich eine stolze Abtrünnige, die es wagt, sich dem Willen der Göttin zu widersetzen und die mir trotzen möchte. Mir, der ich euch mühsam großgezogen und unterrichtet habe. Lindsay, muss zugeben, dass ihr nicht Unrecht habt. Lindsay verstummt, als sie Valeries Blick bemerkt und bewegt sich vorsichtig ein wenig beiseite. Valeries Wangen färben sich rot und sie bemüht sich, ruhig zu atmen. Eure Worte überraschen mich nicht, Fredero. Ihr wart schon immer taub für alles, was eurer Überzeugung widerspricht. Ich bin nicht Chillins Auserwählte, ich bin nicht kein Spielzeug, das erschaffen wurde, um eine launischen Göttin zu unterhalten. Ich bin nicht... Schweigt, ehe ihr noch ihren Zorn auf euch zieht. Wie könnt ihr, die ihr mit himmlischer Schönheit gesegnet seid, es wagen, so anmaßend Geschenke zurückzuweisen, von denen andere nur träumen können? Euer Schicksal ist längst entschieden. Es ist vor euch ausgebreitet, wie ein edler Teppich. Genug, ich bin nicht gekommen, um einem verwöhnten Gör bei seinen Frechheiten zuzuhören, sondern um euch nach Hause zu holen. Und wenn es sein muss, werde ich euch an den Orden des Ordens schleifen. Ich glaube, wir müssen uns alle ein wenig beruhigen. Ein Wort noch, Sinnet, euer Kopf ziert den nächsten Zaun. Valerie durchschneidet die Luft mit der Hand. Haltet euch daraus, Zage. Fredero überschreitet zwar die Grenzen der Höflichkeit, mehr aber auch nicht. Bleibt ruhig und lasst mich das zu Ende bringen. Ich wollte euch nur unterstützen. Valerie unterbricht dich. Sie schreit beinahe. Was ihr Zuhause nennt, Fredero, war mein Gefängnis. Mein Zuhause ist hier, in diesem Land, für das der Baron und ich gekämpft und unser Blut vergossen haben. Hier neben dem, dem zu dienen ich geschworen habe und dessen Seite ich nicht verlassen werde, bis ich sterbe. Hier in den Raublanden, wo ich zum ersten Mal selbst entscheiden kann, wohin ich gehöre und was ich glaube. Valeries Stimme wird sanft, sie klingt fast wie eine züngelnde Schlange. Nehmt eure Leute, Fredero, und geht zurück zur Abtei der Ewigen Rose. Und wenn ihr mich tatsächlich als Chillins Auserwählte bezeichnet, tja, dann hätte euch eure ach so großartige Göttin ihr Spielzeug sorgfältiger auswählen sollen. Fredero wird leichenblass. Wie könnt ihr es wagen? Gut gesagt, Valerie. Fredero sieht Valerie in die Augen, die Hand des Paladins ruht auf der Waffe. Wenn ihr darauf besteht, ebenbürtig mit Chillins Paladin zu sein, rechtfertigt euch für eure Worte. Wenn ihr noch einen Funken Würde in euch trägt, werdet ihr mir meine Satisfaktion nicht verwehren. Valerie blickt den wütenden Paladin furchtlos an. Ach, plötzlich bin ich in euren Augen also eine unabhängige Person. Endlich. Nun denn, ich werde diesem Duell mit großem Vergnügen zustimmen. Sage, ihr seid mein Sekundant. Ich lasse es nicht zu. Seid ihr albern, Valerie?
Ja, vermöbelt diesen Windbeutel mal ordentlich. Zu den Pflichten des Sekundanten zählt es, den Kampf zu beobachten, beim Duell als Mediator zu dienen und gegebenenfalls das endgültige Urteil über den Ausgang zu verkünden. Valerie greift nach ihrer Waffe. Gleich hier, trete beiseite, Zage, ich will euch nicht versehentlich treffen. Ach, keine Sorge. Dann wollen wir mal sehen, ob ihr von euren Söldner Freunden auch etwas anderes gelernt habt als Ungehorsam. Oh oh. Einer meiner Knappen wird mein Sekundant sein. Ich bitte alle, den Duellierplatz zu verlassen und sich nicht einzumischen, ehe ein Sieger ermittelt wurde. Das scheint anders als Amiri zu sein mit ihren Monstern. Oleg, was macht ihr hier? Keine Sorge, guter Herr, wir werden unseren Streit rasch beilegen und eurem Handelsposten keinen Schaden zufügen. Sicher? Nun denn, Valerie, seid ihr bereit? Das bin ich, Fredero. Euer Sekundant soll herunterzerren. Lasst uns beginnen. Duellanten, bitte hebt eure Waffen und nehmt eure Positionen ein. 3, 2, Angriff! Und sie kann also. Klar. Fehlschlag. Kann Valerie überhaupt sowas? Eine Lampe hat sie dabei. Versuche ich mal zu demoralisieren. Die trifft ja wenig. Gut. Habe ich den Rüstung zerschmettern? 5 Sekunden. Deaktivieren. Boah. I can't keep this up much longer. Macht immer noch Rüstung. Wieder Rüstung weg. Ja. Das hätte sie nicht gewinnen können, das weiß ich schon. Das ist so vorgesehen. Fredero sinnet. Fredero tritt einen Schritt zurück und steckt seine Waffen weg. Es scheint alles an seinem Platz zu sein, nicht wahr? Solange ihr noch als Mädchen galtet, konntet ihr zu jedem unverschämt sein. So viel ihr wolltet, Valerie. Doch nun müsst ihr für all die dummen Dinge Rechenschaft ablegen, die ihr vor Stolz oder Hitzköpfigkeit gesagt habt. Ich bin mit dem Ausgang des Duells zufrieden. Ich sehe keinen Grund, noch länger hier zu verweilen und die Eigentümer dieses Handelsposten und den Baron zu verärgern. Es stimmt mich zutiefst traurig, doch ich werde meinen Weg ohne Valerie fortsetzen, die aufgrund ihrer Verfehlungen das Recht verwirkt hat, in den Orden der ewigen Rose zurückzukehren. Ich werde euch nicht länger behelligen. Meine Ehrerbietung, euer Gnaden, Valerie. Fredero stockt. Lebt wohl. Ja, ciao. Na, ist schon krass, ne, wenn man bedenkt. Svetlana, bei den Göttern, euer Gesicht, Valerie. Was, habe ich etwas? Valerie berührt die Wunde, die ihr Gesicht durchschneidet und blickt auf das Blut an ihren Fingern. Eher verwirrt als verängstigt. Und jetzt so ein Schnitt hier durch. Oh nein, euer schönes Gesicht. Dieser Schuft, lasst mich euch heilen. Sie berührt die Wunde erneut, zuckt gleich zusammen und winkt dann ab. Ach, das ist nichts. Ich spüre nicht einmal Schmerzen, nur Erschöpfung. Spart euch euer Mitleid für jemanden, der wirklich verwundet ist. Und ich muss mich nur ausruhen und mich all diese mich nach all diesen Unterhaltungen über Schillin gründlich waschen. Okay, gut. Und wir bocken den ersten. We do it my way. Und Valerie Schillin Ding abgeschlossen. Können eigentlich direkt raus, ja. Die hat jetzt hier eine Narbe im Gesicht. Ist ja auch eine krasse Sache, dass sie das so machen können. Mit
dem anderen Porträt. Die ist sicher wichtig, die Valerie, aber ich will trotzdem, ich bin ja kein rechtschaffender Baron sozusagen. So, können wir jetzt ein paar Sachen fertig sein, oder? Handelsabkommen mit Sotova. Unsere Händler werden die Genehmigung erhalten, einen beachtlichen Handelsposten im Herzen von Neustädtwen zu errichten. Für jede Stadt in der Baronie gibt es pro Woche zusätzlich 5 BP, plus 2 für jede Kleinstadt und 1 für jeden durch jedes Dorf. Gut. Ivans Krieg, Hohepriester von Restorf, hat starkes Interesse daran, den Glauben an den Hirschgott in der Region zu verbreiten. Er ist begierig darauf, einen Schrein in eurem Land zu bauen. Der erste Schrein in eurer Hauptstadt wird kostenlos gebaut. Das sind jetzt hier diese Buffs. Handelsabkommen. Talentierte Rekruten. So. Die jaulenden Wölfe. Die Wölfe in der Gegend vermehren sich überraschend schnell. In den örtlichen Wäldern wimmelt es vor den hungrigen Tieren. Und es gibt nicht genügend Beute für alle. Die hungrigen Wölfe heulen und jaulen in der Nacht, um sich zur Rudel zu versammeln, die Dörfer anzugreifen. Ja, Miri. 3 Tage. So, haben wir noch was? Also komm mit Megan war. Vielleicht den nächsten. Projekt starten. Phantomstraße. Die ist noch busy mit dem geheimen Kult. Neue Phase meiner Hauptstadt, kann ich auch nicht. Das will ich nicht. Tempel des Elfs wieder aufbauen. Ja, los. Dauert aber 16 Tage. Kann der Harem nicht? Das kann der Harem nicht. Der kann eigentlich nur das machen. Ja. So, mal alles um alles kümmern hier, ne? Hier, die beiden sind gedingstet. Er ist gedingstet und wir haben noch 2 Projekte am Laufen. Gut. Okay, ich würde sagen, dann liefern wir Valerie wieder ab. Und dann als nächstes. Zerstörter Wachturm, da waren wir. Das haben, da haben wir den die Thorax-Statue gemacht, das hatten wir schon. Bei der Sumpfhexe waren wir noch gar nicht. Das haben wir gemacht. Dann haben wir das Hodak-Versteck und die Nymphe. Aber ich werde jetzt erstmal zum Hauptstadt gehen und die Dings austauschen, meine Reisegruppe. Die geht schon weiter. Victory! Ein Schreckensschwein! Mein Gott. Ja, hau den Segen noch raus, logisch, wo das Schwein schon tot ist. Ja. Das hat sich jetzt echt nicht gelohnt, Jungs. Jetzt mal gucken, immer wenn ein Ausrufezeichen, ne? Die Bürger möchten ihre Wertschätzung für ihre Herrscher. Ach, das ist Fehlschlag. Oh. Zum Ausdruck bringen. Jemand muss eine Schenkungszeremonie ausrichten. Aufgrund der schlechten Planung der Rätin
war die Schenkungszeremonie letzten Endes eine Enttäuschung. Oh. Chandra. Du. Einige unserer unzufriedenen Untertanen packten ihre Besitztümer zusammen und ziehen in friedlichere Lande. Doch die junge Baronie braucht diese Leute. Man muss sie aufhalten. Hab keinen. Wir gleich in der Hauptstadt, du musst eigentlich. Alle noch busy. Resting would be nice, don't you think? Ja, das machen wir gleich in der Baronie, dass wir alle fit sind. Wir müssen ja nicht mal irgendwas abladen oder so. Resting would be nice, don't you think? Gott, nochmal, ja? Neuer erschöpft. Jammer ich? So. Aber wenn die Chandra jetzt wieder frei ist, dann können wir auch was machen, oder? Wo kann ich da nicht die Marvi drauf schicken? Oder hier? Ne, auch nicht. Hier, das kann man machen. Hauptstadt weiterentwickeln. Zwei Tage. Okay. Da können wir wieder weiter. Es scheint ja auch so, wenn man erstmal die Hauptquest in dem Gebiet macht und dann annektiert, dann hat man ja auch immer Zugriff auf die Baronie, wenn man dann die anderen Quests in der Gegend macht. Ist wahrscheinlich hilfreich. So, also. Das Baby da wieder. Oder was? Nö. Sag mal, haben wir jeden Jahr fallen ich auch schon meinen Tod untersuchen, genau. We do it. Das wäre auch mal wichtig zu machen. So, die weg. Das ist die kampfstärkste Gruppe. Ich frage mich, wer das Lied singt. Das ist doch hier Orbo. Für David das Wildschwein. Hier wären neue Sachen. Und das wäre Amiris Hodak. Und hier finden wir das Buch. Und da müssen wir die Nymphe besuchen. Und so, das sind jetzt die nächsten Pläne. Gehen wir erstmal hier rüber.
6 Stunden. I won't be halted. Ich weiß ja jetzt auch schon grob, wo das ist. Also ich will nochmal sagen, ich habe zurückgespult gehabt 10 Stunden Spielzeit grob und bin nochmal hingegangen, um den Zauberer zu befreien von den Trollen. Weil wir sonst keinen für unsere Schatzkammer mehr als Berater bekommen hätten. So, da ist das Wildschwein von dem Enol, Erol oder so. Yasal tritt auf den Kadaver des Ebers zu und untersucht aufmerksam den Boden. Seht ihr? Es müsste eine große Blutlache geben, aber es ist keine zu sehen. Das Tier war offensichtlich schon verwundet, als es hierher kam. Und ist dann verendet. Woher es kam, kann ich leider nicht sagen. Der Boden ist felsig. Nur ein Troll würde hier Spuren hinterlassen. Yasal inspiziert die Wunden am Hals des Ebers. Die Schnitte sind markant, wie von meinem Dolch. Er hat auf einer Seite der Klinge einige tiefe Einkerbungen. Auf dieser Seite hinterlässt er also Wunden wie eine gezackte Waffe. Bis jetzt scheint alles die Geschichte des Halbelfen zu bestätigen. Aber wie finden wir den Kerl, der den Eber erstochen hat? Ekum blickt alles um sich herum genau an. Ein seltsamer Ort. Unruhe klopft an die Tür meines Verstandes. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Oh, hier wissen Natur. Um die Wunde herum ist kaum Blut zu sehen. Sie wurde ihm offenbar zugefügt, als das Blut schon geronnen war. Nach dem Tod der Bestie, nicht davor. Scharfsinnig, was diese Wunde angeht. Das ist alles sehr seltsam. Wir brauchen mehr Informationen. Nochmal, Natur? Wir sollten den Kadaver sezieren. Vielleicht erfahren wir so etwas Neues. Komm, das schaffst du. Ach. Die Zeit, die ihr darauf verwendet habt, die widerlichen Gedärme des Ebers zu untersuchen, war umsonst. Ihr findet nichts Ungewöhnliches, keinerlei Hinweise, die euch erlauben würden, die Bewegungen des Tieres oder seine letzten Augenblicke nachzuvollziehen. Jetzt haben wir noch Wahrnehmung. Ja, das schafft sie ja. Yasal wischt sich angewidert die Hände ab. Ein Reinfall. Wir müssen etwas anderes versuchen. Ich habe in meinem Leben einige einfache Dinge gelernt. Als in der Welt, alles in der Welt hinterlässt Spuren. Man muss nur wissen, wie man sie findet. Wahrnehmung 17. Wir sollten die ganze Umgebung genau untersuchen. Wenn der Eber schon verwundet war, als er hierher kam, muss es irgendwo eine Blutspur geben. Erfolgreich. Die Spuren waren schnell gefunden. Dunkle Blutflecken, die hier und da auf dem Boden zu sehen waren, führten nach Westen. Leichter als ich erwartet hatte. Die Fährte ist klar. Sie führt zum Dornfluss. Wir sollten das Ufer absuchen. Vielleicht finden wir dort etwas, das auf den Besitzer des Dolchs hinweist. Okay, gut. Dornfluss folgen. Nach Westen. Haben wir das Ding hier schon gelootet? We do it my way. Nein. So, folgende. Ich weiß jetzt wieder, was das war. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Wir brauchen Schutz vor Todesmagie. Schutz vor Chaos, Schutz vor Bösen. Keep on.
Schild des Glaubens. Todesschutz. Komm. Ups. Moral muss von 4 auf Rettung gegen alle Todeszauber. Ah, das habe ich natürlich. Oh, Schutz vor Todesmagie unbedingt. Okay, viel Glück, Lindsay. Ah, habe ich gespeichert? Okay, sie fallen aber weg. Okay, Lindsay ist fast gestorben. Gut. Also, Lindsay ist gestorben. Ist das ein mächtiges, falsches Leben? Und schneller Tod, toll. Sonst sowas? Gebetsrolle der negative Energiefokussier führt lebenden Kreaturen einen höheren Schaden zu, um 1,5,6. Außerdem erhöhen sich die Untoten. Gehalte Schadensmenge. So. Und ich gebe ihr mal die Wahrnehmung hier, was soll's. Oder das Charisma ist vielleicht wichtig. Sie macht die Fallen, die muss Wahrnehmung haben. Auch wenn es nicht das höchste in der Gruppe ist. Muss trotzdem ziemlich hoch sein. Gut. Naja, mit dem Todesschutz hat sie es zumindest überlebt. Vorher hat sie es nie überlebt. Nach 150 Schaden, da war sie direkt komplett tot. Müssen wir jetzt ein bisschen auf Lindsay aufpassen. So. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Achso, Dornfluss. Achso, ist ein Gebiet. Da waren wir noch nicht. Die kann sich auch eigentlich mal heilen. Die mittlere, die kann sich mal alle reinpullern. Den brauchst du auch nicht. Adventures call to them. Esme, Axe, Jasme. Esme, Axe, Jasme. Esme, Axe, Jasme. So. I won't be halted. How curious. Eine Falle. What a surprise. Naja, ja, Fall findet immer noch alles, ich schreibe. Was not in vain. I see something. Ja, mach mal. Nicht sterben. Anything else? Would you look at that? Sie endlich findet sie mal was. Applause, please. Applause, please. Oh, was ist denn das für welche?
We do it my way. Hier ist dieser komische Elch. Weiß ich auch nicht. Ich gehe nur noch hier rüber. Nein, das sind sie. Sie hat uns gefunden. Monster, wir wussten, dass ihr immer noch Blut dürsten würdet. Let's finish them quick. Wir werden uns nicht kampflos ergeben. Warum? Yasal bleibt reglos von dem toten Elfenmädchen stehen. Oh, wer steht da denn? Es ist schwierig, in der Miene der Inquisitorin etwas zu lesen, doch ihre Körperhaltung ist gespannt wie die Sehne eines Bogens. Was für ein hübsches Kind! Und sie sieht meiner Nortellara so ähnlich. Selbst der Tod konnte ihre Schönheit nicht entstellen. Jetzt hat sie sich aufgestellt. Mit leerem Blick hält Yasal die Hand über die Leiche des Mädchens. Das Gefühl einer erdrückenden Macht, kalt und schmerzhaft, ist beinahe körperlich spürbar. Die Leiche des toten Elfenmädchens beginnt zu zucken. Mit einem leisen Stöhnen, das zu einem Schrei anschwillt, öffnet das tote Mädchen die Augen und steht auf. Yasal blickt das Mädchen erstaunt an, als wäre sie selbst überrascht, was sie getan hat. Sie kann Tote erwecken? Arcanum erfolgreich. Die Toten zum Leben erwecken. Ich wusste nicht, dass ihr das könnt. Ich wusste nichts von dieser Seite meiner Macht. Etwas ist in mir erwacht. Die Fähigkeit, Urgators Gabe weiterzugeben. Yasal mustert die von ihr erschaffene Untote mit dem Blick einer Bildhauerin, die ihr Werk betrachtet. Das untote Mädchen beginnt unter ihrem durchdringenden Blick zu zittern. Was habt ihr mit mir gemacht? Was soll das? Ich habe dich vor dem Vergessen gerettet. Dich und deine Schönheit, törichtes Gör. Du trägst nun Uta Urgatoras Gabe in dir, genau wie ich. Du bist untot, wenn du das Wort bevorzugst, das törichte Kleingeister verwenden. Elfenmädchen, nein, nein, ich folge lieber meinen Freunden in den Tod, als zu einer widerwärtigen Untoten zu werden. Ein unnatürliches Zucken durchfährt den Körper des Mädchens. Sie blickt dich zornig an. Ich flehe euch an, seid gnädig. Sie habt kein Herz, aber ihr habt anders. Aber ihr seid anders, ihr lebt noch. Lasst mich sterben, erlöst mich von meinem Leid. Warum habt ihr uns angegriffen? Das Elfenmädchen sieht dich mit seinen großen Augen verwirrt an. Wir wollten uns nur schützen. Ein Wanderer hat uns gewarnt, dass dieses Monster uns verfolgt. Die Elfin deutet auf Yasal. Er sagte, sie würde neue rituelle Opfer suchen. Jeder in Kionin weiß, dass sie im Namen ihrer verdammten Göttin Elfen getötet hat und damit durchgekommen ist und unbehelligt ins Exil gehen konnte. Hätten wir gewusst, dass sie uns aufspürt, hätten wir die Wälder unserer Heimat niemals verlassen. Wer war der Wanderer, der sagte, Yasal würde euch verfolgen? Wir kannten ihn als den Wanderer, aber das ist nur ein Spitzname. Ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Er ist ein Halbelf. Meine Freunde kannten ihn. Sie sagten, er habe die Seele eines Wanderers, die ihn von einem Ort zum nächsten führt. Ich habe ihn ab und an in Kionin gesehen und kürzlich ist er uns auf der Straße begegnet. Er hat zu uns aufgeschlossen und uns vor der Gefahr zu warnen. Er hat braunes Haar und gelbgrüne Augen, wie eine Katze, bitte. Mehr weiß ich nicht. Erlöst mich. Jeder Augenblick in diesem leblosen Körper treibt mich in den Wahnsinn. Yasal, was habt ihr mit diesem armen Mädchen vor? Ich werde ihr nichts tun. Ich lasse nicht zu, dass sie sich selbst etwas antut. Sie ist verängstigt und begreift nicht, welches Geschenk sie gerade erhalten hat.
Elfen haben ein langes Leben, sind aber dennoch Sklaven der Zeit. Nur Urgatoas Gabe kann sie davor bewahren, ewiges Leben, ewige Jugend, ewige unsterbliche Schönheit. Gibt es irgendetwas Vergleichbares? Yazal sagt die letzten Worte nachdenklich, als wäre ihr die Antwort nicht ganz klar. Amiri, ich kann kaum glauben, dass ich das sage, aber ich stimme unserer untoten Freundin zu. Jeder kann stürzen und sterben, dafür braucht man weder Mut noch Verstand. Wenn man stürzt, muss man aufstehen und weitergehen. Ich habe es schon unzählige Male getan und ich wette, dieses Elfchen wird auch aufstehen und weitergehen, sobald es sich zusammenreißt. Untot zu sein ist schlimm, wirklich tot zu sein oder aufzugeben ist wesentlich schlimmer. Oh, gut, Amiri. Harim, warum sollte man die sinnlose Qual der Existenz verlängern, wenn man ein für alle Mal mit ihr abschließen kann? Mir gefällt das nicht. Harim schüttelt tadelnd den Kopf. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Das Mädchen sollte nicht sterben. Untot zu sein ist besser als tot zu sein. Elfmädchen. Mit einer marionettenhaften Bewegung legt die Elfin den Kopf auf die Schulter. Sie blickt dich schweigend mit großen leeren Augen an. Wunderbar, ich schicke sie in die Hauptstadt und suche eine nützliche Aufgabe für sie. Super. Ich weiß nicht, wem ich in dieser Geschichte glauben soll. Hat uns der Händler getäuscht oder lügt dieses Mädchen? Ne, ich sag das andere. Ich bin sicher, dass jemand eine falsche Fährte zum Lager der Elfen gelegt und die Elfen überzeugt hat, dass wir sie jagen. Es deutet alles darauf hin. Und wir wissen, wer das war, nicht wahr? Ein plötzliches Erscheinen, ein Dolch, eine falsche Fährte. Das Halbblut wird viele Fragen beantworten müssen. Ich beginne mit, warum hast du mich getötet? Und ende mit, wie erbärmlich fühlst du dich jetzt, nachdem es dir zweimal nicht geglückt ist, mich ins Verderben zu schicken, denke ich. Ich respektiere eine gute Liste und eine geschickte Intrige, aber wer sie gegen mich einsetzt, wird es bitter bereuen. Stimmt, also auf in die Hauptstadt. Ich freue mich schon auf die Begegnung mit meinem Mörder. Cool. Wir haben nur Untote. Oh, wie cool. Das ist krass. Nein, das wollte ich gar nicht. Naja, was soll's. Hier nochmal da noch. Alles das gleiche. Oh, hier ist noch ein. Krümmte Elfenklinge, Schleifstein. Proviant. Zeug. Ja. Cool. Ich bin jetzt überzeugt, dass wir wissen, wer dieser Händler, dieser Halbelfenhändler. Hat ja Fahl auf dem Gewissen. Wir müssen ja sowieso zurück in die Hauptstadt. Jetzt haben wir das auch geklärt hier. Wir haben nur Untote. Ne, Untote. Ich weiß nicht, wen Jachtzahl auch noch alles zurückholt. Vielleicht können wir ja mit ihr reden. Okay, gut, also wir haben das gemacht. Wir waren hier, wir waren bei Mauern, wir waren hier. Jetzt können wir zurück. So. Ach, das wollte ich gar nicht tun. Ich hätte mal auf den Hauptplatz gehen sollen, glaube ich.
Hier wird noch keiner fertig sein, ne? Ich frage mich, wenn wir unseren ganzen Krams hier identifizieren. Ja, ist einfach nur plus 1, ist nicht wert, die können wir auch verkaufen. Der Händler, der war ja da unten, den können wir jetzt zur Rede stellen. Da steht er schon. Enno scheint verschwunden zu sein und hat seine unhandlichen Habtätigkeiten zurückgelassen. Yazal, er ist geflohen, wie erwartet. Yazal berührt die Kisten mit den Waren des Händlers. Ihre Bewegungen wirken ruhig, bis du bemerkst, dass ihre untoten Finger wie die Klauen eines Raubtiers angespannt und gekrümmt sind. Es ist sinnlos, unlogisch. Man konnte von diesen Kindern im Wald wohl kaum erwarten, dass sie uns töten. Warum dieses Schauspiel? Wir übersehen etwas. Yazal hält plötzlich inne und zieht plötzlich eine Notiz aus Ennos Waren. Sie überfliegt sie und reicht sie dir wortlos. Es steht nur ein einziger Satz auf dem Zettel, kein Ausweg. Anstatt einer Unterschrift ist der Brief mit einem Bild signiert. Einem zu einer Spirale gewundenen Kometen. Kennt ihr das Symbol? Natürlich, der gewundene Komet ist ein Symbol von Pharasma. Vor langer Zeit konnte meine Göttin sich aus dem Griff der Herrin der Gräber befreien. Seitdem betrachtet sie die bloße Existenz Ugatoras als persönliche Beleidigung. Das Halbblut muss ein besonders eifriger Anhänger von Pharasma sein. Er hat schon zweimal versucht, mich zu töten. Wir können die Dinge nicht so stehen lassen. Wir müssen Enno so schnell wie möglich finden. Ihr könnt auf mich zählen. Ich jage dieses Halbblut auch über den Tod hinaus, wenn es sein muss. Natürlich. Mann, du hast ja schon. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch nicht länger ablenken. Ich werde diesen Möchtegern-Mörder finden und euch Bericht erstatten. Wenn das Halbblut mich zu seiner Göttin schicken will, soll er es persönlich tun. Gut. We do it my way. Mal Müll, dann den und den und den. Genau, auch genug von. So. Können wir eigentlich direkt wieder raus? Hat er nicht gesagt, er will mir jetzt alles erzählen? Erzählt mir etwas über euch. Meine Lebensgeschichte steht euch offen. Habt ihr euch verdient? Fragt, woher kommt ihr? Wo ist eure Heimat? Tuvir, tief im Süden, eine Wüste, die Sonnenorchidee wie Gold behandelt. Okay. Vater brachte mich nach Absalom, als ich 13 war. Seitdem war ich nicht mehr in meiner Heimat. Mein Weg führte mich von Absalom immer nach Norden. Er zuckt mit den Schultern. Wo habt ihr gelernt, mit dem Bogen umzugehen? Wenn ich auf Reisen war, bin unzählige Male durch die Nordlande gekommen, habe Handelskarawanen beschützt, wer mit Gold bezahlen wollte, hat sich an die Händler gewandt. Wollte jemand mit Stahl bezahlen, war ich zur Stelle. Verehrt ihr Thorak?
Ja, Ekun nickt. Alle Götter sind gleich in den Augen der Männer zu Hause im Mutterland. Hab den gewählt, der am besten gepasst hat, obwohl er ein Zwergengott ist. Er zuckt mit den Schultern und blickt auf deinen Langbogen. Auf seinen Langbogen. Ich habe früher anständige Männer bewacht und Bögen gefertigt. Thorat segnet Wachen und Handwerker. Okay. Habt ihr Angehörige? Nein, antwortet er gleichgültig. Mutter ist früh gestorben, Vater später, er schweigt da im Moment, ehe er fortfährt. Eine Frau Amanda und eine Tochter Clarissa sind kürzlich gestorben. Thorak segne ihre Seelen. Erzählt mir von Amanda und Clarissa. Warum fragt ihr? Ikuns Gesicht verzieht sich und schweigt eine Weile. Hab sie geliebt, antwortet er schließlich und Schwert wendet sich dann ab. Wechseln wir das Thema. Erzählt mir von eurem Leben in den Raublanden. Glückliche Seiten des Lebens. Schön, sich daran zu erinnern. Schmerz wieder hinzukommen. Wie hat es euch in die Raublande verschlagen? War verheiratet, antwortet er. Ich habe lange die Länder des Norden bereist. Ich war oft in den Raublanden. Verbrachte die Nächte in Bristol Hill. Dort fiel mir Amanda auf. Und ich fiel ihr auf. Eines Tages erkannte ich, dass ich nicht mehr weg wollte. Okay. Lebt ihr schon lange in den Raublanden? Zu lange. Habe vergessen, wie man verteidigt. Zu kurz, nicht lang genug, um eine Tochter großzuziehen. Kommt darauf an, wie man die Zeit misst. Gefällt es euch in diesem Land? Ja, aber darin haben die Raublande keinen Verdienst. Ich habe viele Orte gesehen, an denen man hätte bleiben können. Wird aber immer weitergezogen. Ikon zuckt mit den Schultern. Die Leute, die man an der Seite hat, sind wichtiger als die Wälder und Hügel um einen herum. Diese Leute habe ich hier gefunden. Ah, oh, also er findet uns gut. Erzähl mir noch einmal von dem... Erzähl mir von eurem Wolf. Ist nicht meiner, antwortet er. Als er bemerkt, dass sie einfach nicht zufriedenstellend ist, fährt er fort. Wollte nie ein Haustier, hab nie eines gebraucht. Konnte die Trolle auch nicht töten oder das Dorf verteidigen. Hab nur um Hilfe gerufen. Der Waldläufer blickt stirnrunzelnd zur Seite. Für einen Moment wurde alles dunkel, war bewusstlos, bin aufgewacht mit der Zunge von diesem Hund im Gesicht. Wollt ihr ihm keinen Namen geben? Ekun seufzt, ist nicht meiner. Erklärt ihr, ein Name würde ihn zu meinem machen. Okay, verstehe. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Ekuns Augen blicken dich zwar an, aber seine Gedanken sind offenbar ganz woanders. Um euch zu beschützen. Er zuckt mir die Schultern. Unwichtig. Ja, machen wir neutral. Tut mir leid, dass ihr eure Familie verloren habt. Ich würde es verstehen, wenn ihr mich verlassen wollt, um die Raublande möglichst weit hinter euch zu lassen. Ikun runzelt die Stirn und blickt ihr in die Augen. Ich würde lieber bleiben, wenn ihr mich nicht sowieso vertreiben wollt. Wohin soll ich sonst gehen? Ihr redet nicht viel, was? Eine Sekunde lang kannst du fast ein Lächeln in Ikuns Augen erkennen. Irgendjemand muss das ja tun, um euch auszugleichen. Okay, ich werde euch nicht mehr weiter Konversation quälen, wir unterhalten uns später. Ja. Und kann ich reden? Ja, aber die sagen mal hier Pause und dann beim nächsten Mal weiter. Wir haben viele, viele offene Baustellen. Ja, das war schön.